Wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier auf meinem Kanal. Bei mir bekommst du tägliche Chart-Analysen, meine persönlichen Prognosen, meine Trades für Bitcoin, Ethereum und auch Altcoins natürlich. Wir schauen uns gleich an heute, was ist passiert. ETF wurde gelauncht, wurde bestätigt und der Markt macht absolut gar nichts. Nichts, nichts. Also schauen wir uns gleich an, warum dem so ist. Und ja, wenn du diesen Content feierst und auch Teil dieser Community werden willst, ja, auch die kostenlose Community ist eine geile Community. Alle sind geil hier auf dem Kanal. Ja, alle sind geil auf dem Kanal, genau. Da lass doch gerne das kostenlose Abo da, einen Kommentar, ein Like, die Glocke auf alle stellen, damit du benachrichtigt wirst, wenn ein Update-Video hochgeladen wird. Und wenn du das gemacht hast, gehen wir gleich in die Analyse. Und noch ganz kurz, ich habe jetzt wieder gelesen in den Nachrichten, dass Leute nicht benachrichtigt werden von YouTube, wenn ich live gehe. So, ich habe jetzt mal wieder recherchiert, ich habe schon letzte Woche mit dem Support mal geschrieben, warum dem so ist. Es gibt keine extra Funktion dafür, dass ich einschalten kann, ob die Leute benachrichtigt werden oder nicht, sondern ihr habt es selber in der Hand. Wenn ihr die Glocke auf alle stellt, werdet ihr benachrichtigt. Nur was jetzt so das Internet herausgespuckt hat, ist, dass Creator, also ich bin ein Creator ja auf YouTube, so, und dass die Creator nicht immer von YouTube-Algorithmus supportet werden, wenn es um Lives geht, ja, sondern nur wenn YouTube sagt, okay, der Creator hat wie in meinem Fall 600 Abonnenten, so, und von den 600 Abonnenten hauen wir jetzt bloß 20 Stück an, dass der live ist, oder 50 oder 100, ja, je nachdem, wie der YouTube-Algorithmus mein Content zur jetzigen Zeit, wo das live stattfindet, wie wichtig er den live, also für wie wichtig der Algorithmus den live hält, ja. Wenn er sagt, ja, der Joe ist live wegen Spot Bitcoin ETF mit Wahrscheinlichkeit, dass er genehmigt wird. Naja, davon gibt es 10.000 andere YouTuber mit Hunderttausenden, Millionen von Abonnenten. Warum sollen wir jetzt gerade den Joe da supporten? Ja, dann supporten wir lieber die, wo mehr Einnahmen generieren, wo wir Werbung über den laufen lassen können. Das heißt, es ist halt so, es ist nach wie vor so, der YouTube-Algorithmus pusht mich nicht, ja. Es gibt halt andere, die, wie gesagt, die, wo sich halt mehr oder weniger zum Clown machen. Ja, jetzt nicht wörtlich gesehen, sondern einfach, die mehr Show bieten als ich. Ich bin klar und sachlich, basierend, Daten und Fakten basierend. Und das gefällt halt YouTube nicht. Es ist halt so. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Es ist halt so. Und deswegen geht es nur über euren Support. Wir nämlich unterstützen. Es macht ja, also, das ist wirklich klasse, wenn ich meine Kommentare sehe. Ja, ich habe teilweise 10, 15 Kommentare, 20 Kommentare unter den Videos. Es gibt andere YouTuber mit über 1000, über 2000, über 4000, über 5000 Mitglieder oder Abonnenten und die kriegen keine 20 Kommentare hin unter den Videos. Das ist schon krank. Also die Community von mir ist halt richtig geil, aber der YouTube-Algo, der mag mich nicht. Er mag halt keine erfolgreichen YouTuber, er mag halt Clowns und keine erfolgreichen Trader. Ist halt so. Ja, deswegen schauen wir uns gleich an, was Bitcoin hier gemacht hat. Heute, wie gesagt, nichts. Wir haben aber ein neues High generiert. Und zwar dieses High. Und ich habe gesagt, ich gehe davon aus, wenn wir dieses High rausnehmen, hier oben liegt Liquidität. Ja, weil hier wurde verkauft. Aber die Liquidität muss natürlich jetzt nicht unbedingt sofort rausschlagen. Ja, wenn hier Leute short gegangen sind, die sind mit Sicherheit, haben die den Stop-Loss schon nachgezogen. Also das heißt, die Liquidität, wo hier oben lag, zum Großteil, ja, die wurde dann wahrscheinlich mit diesen Pumps hier nach oben, wurde schon rausgenommen, dass somit hier oben weniger ist. Was aber für uns an sich gut ist, weil das heißt, wenn hier oben Shorts drin waren, das heißt, und hier haben die ihren Stop-Loss gesetzt, wenn die noch hier oben den Stop-Loss hatten. Viele waren es nicht, werde ich euch gleich erklären, wieso. Wenn du hier einen Stop-Loss hast, du bist short, also hast den Markt verkauft, um dein Stop-Loss, wenn du ihn auf den Entry ziehst, dann kaufst du den Markt wieder. Das heißt, du hast den Markt verkauft, der Markt geht hier runter. So, du setzt deinen Stop-Loss auf den Entry.
dann, wenn du im Gewinn bist. Und somit, wenn der ausgelöst wird, kaufst du den Markt wieder. Ja, du brauchst deine eigene Gegenposition. So, und wenn hier oben gekauft wird, ja, durch deinen Stop-Loss, dann kann man hier oben verkaufen, kann eine andere Gegenposition deine Position wieder verkaufen. So läuft der Markt, aber so wie es aussieht, herrscht hier oben kein wirkliches Verkaufsinteresse, weil sonst hätten wir hier eine größere Reaktion nach unten gesehen heute, nachdem wir dieses High rausgenommen haben bei den knapp 48.200 US-Dollar. Wir wurden zwar jetzt rejected, wir haben auch eine bearische Kerze stand jetzt, aber die hat auch nicht drunter geschlossen bis jetzt, unter diesem letzten Low oder hier unter diesen Kerzen dort drunter. Wir haben noch 3 Stunden auf dem 12-Stunden-Timeframe, aber wirklich bearish ist diese Kerze hier auch nicht. Das heißt, es ist gut. Wir haben hier oben nicht viel Verkaufsdruck. Das ist erstmal gut zu deuten und das würde auch meine These weiter befeuern, dass wir hier diese Sequenz zu Ende bringen und uns nach diesem Gekritzel hier auch halten könnten. Ja, ich gehe nach wie vor von diesem Szenario hier aus. Ich glaube nicht, dass der Markt jetzt nochmal so stark korrigiert, um die paar Prozent nach oben durchzugehen. Weil wir uns das hier anschauen, wie viel hat noch gefehlt? Hier, das war das Top heute. Bis zum Ziellevel bei den 50.900, also bis knapp 51.000, nicht mal mehr 3%. Ja, da muss der Joe nur einmal furzen, da schnappt sich der Bitcoin die 4%. Ja, es ist nichts mehr. Es ist nichts mehr bis zum Level und deswegen wird sie hier auch jetzt eventuell etwas zäher. Aber jetzt kommen wir zu dem Aber. Ja, warum gab es keine Kursrakete? Ich habe das auch heute Morgen in der Telegram-Gruppe versucht zu erklären. Diese Aufwärtsbewegung, was wir hier hatten, die war zum Großteil durch Retailer hervorgerufen worden, ja. Das sind überwiegend Retailer und hier in diesen Moves nach oben, da haben sich meiner Meinung nach schon Institutionelle eingekauft, ja. Weil sonst hätten wir hier diesen Push nach oben nicht gesehen, dass nur Retailer kriegen so einen Push nicht nach oben hin. Es sei denn, es gibt eine riesengeile News, so wie von Elon Musk, vorletztes Jahr, glaube ich, war das, dass er Bitcoin akzeptiert. Da war viel Retail-Kapital dahinter. War aber auch eine andere Marktphase. Es waren keine Kriege und es war zwar Corona, glaube ich, schon doch, ja. Aber sonst war nichts. Also, aber hier haben sich mit Sicherheit auch schon Institutionelle mit eingekauft. Ja, weil BlackRock hat auch Analysten. ARK Invest hat seine Analysten, also die sind nicht so blöd, ja. Und wenn wir wissen, dass hier unten Trendwendebereiche sind, ja, und der Markt hier sehr, sehr günstig ist zum Einkaufen, ja, dann wissen die, ihre 50, 100.000 Analysten wissen das schon längst vor uns, ja, weil die bewegen den Markt. Ja, das ist, oder auch hier, ja, diese Bewegung, das sind alles, das sind keine Retailer. Das ist gemischt Retail mit institutionelle Kapitalanleger. So. Und deswegen, die sind schon drin im Markt, ja, und die brauchen hier jetzt nicht direkt einzukaufen und sagen, so, jetzt ziehen wir alles rein, wir hauen jetzt hunderte Milliarden in den Markt rein, steigt Bitcoin auf 70 Milliarden hoch. Nein, die großen Anleger, wo da sind, die haben Zeit, die sehen es langfristig, die sehen es für die nächsten 50 bis eventuell bis 100 Jahre, ja, was die da für Kapital anlegen, die haben es nicht nötig, gleich am ersten Tag alles reinzuhauen. Die werden es langsam machen, weil sonst werden sie sich selber den eigenen Markt zerstören. Das ist ganz einfach, wenn die jetzt 2 Milliarden reinhauen in den Markt sofort, dann wird der Markt hier nach oben durchschießen und ihre Re-Entries, ja, wenn die jetzt ungefähr so handeln wie SK-System, umso stärker der Markt jetzt noch steigt, ja, das heißt, umso mehr sie Kapital auf einmal reinbomben in den Markt, umso stärker steigt der Markt, weil dann kommt die FOMO, ja, Markt steigt auf 70, 80, 100.000 von mir aus eventuell und dann die Korrektur geht dann nur noch bis 60.000 anstatt bis 30.000, wie wir es jetzt haben oder wie wir es berechnet haben, falls wir jetzt auf die 55.000 US-Dollar hochgehen.
wir trotzdem eine Korrektur in dem Bereich von 30.000, 35.000 US-Dollar nochmal sehen, steigen wir jetzt auf 100.000 hoch, wird die Korrektur auf 60.000 ausfallen. Also das werden die mit Sicherheit zu verhindern wissen. Deswegen fließt auch nicht das ganze Kapital jetzt sofort rein. Die haben einen sehr, sehr langen Horizont. Ja, das wird für die nächsten Wochen erstmal die erste Tranche oder halt die erste offizielle Tranche wird da erstmal reingehen. BlackRock hat schon angekündigt, die haben 2 Milliarden für die ersten Wochen, haben die auf der Seite zum Investieren in den Bitcoin. Und da habe ich heute auch, wo ich ein bisschen Luft hatte, okay, mir war etwas langweilig, muss ich ehrlich zugeben, habe ich so bei anderen YouTubern geschaut, was da so geht. Ja, ich versuche mich immer zu inspirieren, gucken, was die so machen. Vielleicht kann ich doch ein bisschen was abschauen, was das Verkaufen von meinem YouTube-Kanal angeht. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich da gelesen, hat einer geschrieben, hat dann, ich weiß nicht mehr, auf welchem YouTube-Kanal es war, ist auch egal, hat er geschrieben, ja, was soll den Markt jetzt hier großartig nach oben bewegen, wenn BlackRock 2 Milliarden reinpfeffert, Bitcoin hat jetzt eine Market Cap von 800 Milliarden oder keine Ahnung wie viel, ja, oder 600 Milliarden, was bringen dann 2 Milliarden, ja, das sind ein paar mickrige Prozent, bla bla bla. So, und ich will ja meine Community auch weiterbringen, auch weiterbilden. Und deswegen erkläre ich euch, falls ihr das noch nicht wisst, wie sich ein Markt zusammensetzt, ja, dann ist es hier vielleicht für euch interessant. Und zwar 2 Milliarden, sagen wir, BlackRock hat 2 Milliarden, ja. Die anderen haben 1 Milliarde, 1,5 Milliarden, 1,6 Milliarden, ja. Und es sind insgesamt 11 große Banken dahinter, ja. BlackRock, Vanguard, okay, Vanguard anscheinend nicht mehr, aber das ist halt ja für ein Gerücht oder steckt was anderes dahinter, ja, aber ARK Invest und wie sie alle heißen, ja, Grayscale, allein der GBTC Trust von Grayscale hat ja schon einen Haufen, einen Riesenwert, ja, also, so, und die hauen alle in den ersten 4 Wochen, sagen wir mal, jeweils 2, 1,5 Milliarden, sagen wir mal, 1,5 Milliarden im Durchschnitt rein, ja, das sind dann bei 10 Banken sind es dann, sagen wir, 15 Milliarden in den ersten paar Wochen. So, 15 Milliarden hört sich nicht viel an. Wie gesagt, Bitcoin hat 600 Milliarden, 800 Milliarden Market Cap, eine Billion. Ich weiß es nicht, Leute. Mich juckt es nicht. Ich bin Analyst, aber das fand ich schon interessant, weil so wie es aussah, hatte der YouTube-Betreiber keine Antwort darauf. So, und deswegen will ich euch hier etwas updaten oder euch etwas aufklären. So, und zwar der Markt setzt sich ja zusammen aus Angebot und Nachfrage. Ja, das bewegt den Markt. So, aber jetzt alle denken oder viele denken, so wie es aussieht, Spotmarkt. Nein, Spotmarkt macht vom Gesamten, macht Spotmarkt so viel aus. Ja, ihr habt es richtig gesehen. Der Markt wird hauptsächlich über Derivate, Futures, Perpetuals wird er gelenkt. Hauptsächlich. Und warum? Ihr müsst es so sehen, die Gesamtmarket Cap von Bitcoin setzt sich zusammen aus Spotkäufen, Derivate, Perpetuals, Futures. Was gibt es da noch? Der Futures ETF ist auch schon letztes Jahr, glaube ich, genehmigt worden. Ja, also das setzt alles die Gesamtmarket Cap zusammen. Ja, da ist der Spot-Bereich ist nur ein kleiner Teil, ja, sagen wir vielleicht 10, 15% vom Ganzen. Der Rest ist alles, was ich jetzt vorher aufgezählt habe. So, das heißt, wenn jetzt die ganzen zusammen, ja, 15 Milliarden reinbuttern und diese 15 Milliarden sind nur 10% vom Gesamten, was den Markt beeinflusst und der Rest ist Futures und Kontrakte, ja, dann müsst ihr euch vorstellen, wenn da 15 Milliarden reinkommen und die Futures sind um ein Vielfaches höher, das ist einfach so, ja, ihr seht ja auf Binance, wie viele Milliarden jeden Tag da getradet werden, so viele Milliarden werden an Bitcoin-Spotkäufen nicht getätigt, ja, sondern das sind einfach nur Derivate, wo auf steigende und auf fallende Kurse wetten, das sind viele, viele Milliarden. Einige Milliarden nur auf Binance, ja, und jetzt nimm mal die ganzen Börsen zusammen, ja, plus den Bitcoin Futures ETF, die CME Group und alles Mögliche, wo Bitcoin schon gehandelt wird, ja, dann stellt euch vor, das sind 15 Milliarden an Spotkäufen und
das, was den Markt lenkt, ist um ein Vielfaches höher, weil wenn da die 15 Milliarden reinkommen, dann buttern auf einmal 150, 200 Milliarden an Futures rein auf allen Börsen zusammen. So, und dann macht es aber einen ganz anderen Unterschied, ob jetzt die Leute denken, wieso 15 Milliarden bewegen den Markt nicht, aber 200 Milliarden, ja, oder 150 Milliarden bis 200 Milliarden, die bewegen den Markt. Ja, das heißt dann vom jetzigen Zeitpunkt würde allein durch das, wenn da diese Spotkäufe reinkommen, ja, die Leute sehen es ja, dass das Spotkäufe reinkommen. Dafür gibt es ja diese On-Chain-Daten. Die Leute sehen es ja, hey, da sind 1 Milliarde von BlackRock reingekommen, auf einmal reingeknallt, ARK Invest 1 Milliarde, BlackRock nochmal 1 Milliarde dahinter, weißt. Und das ist dann in Futures dann um ein Vielfaches höher und das schießt den Markt nach oben. Das heißt, 15 Milliarden werden, sagen, haben wir ja vorher gesagt, das sind ungefähr 10%. Jetzt bin ich schon etwas außer Puste. Und mit den Futures zusammen wären dann das ungefähr 30%, ja, 20 bis 30% locker, wo es den Markt nach oben bewegt, ja, mit einem Schlag. Also diese Bewegung nach oben, die wird noch kommen, ja. Zumindest, also ich rechne mit 15 bis 20% auf jeden Fall, dass wir noch einen Push nach oben kriegen, der so groß sein wird. Aber wie gesagt, BlackRock hat es nicht eilig. Die haben angekündigt, die ersten Wochen so viel zu investieren. Deswegen, es muss nicht heute passieren. Die haben es nicht eilig. Die haben es nicht eilig. Wir schon, wir wollen Geld verdienen. Aber gut, dafür laufen halt die Altcoins wieder. Ja, ich hoffe, ihr habt alles mitgenommen oder etwas mitnehmen können aus den letzten Analysen von den Altcoins. Also das ist das, warum selbst nur 1 Milliarde den Markt bewegen wird. Ja, wenn nur 1 Milliarde reinkommt. Das ist aber mit der gesamten, mit den ganzen Derivaten und alles, was da drum herum läuft, wird aus 1 Milliarde schnell 10 Milliarden, 15 Milliarden aus 1 Milliarde. Und das bewegt dann den Markt doch schon deutlich in eine Richtung. Ja, müsst ihr einfach nur im Hinterkopf behalten, das macht die Markt, den Total Market Cap aus, ja, nicht nur Spotkäufe. Ja, also so viel zu Bitcoin und wie der Kurs entsteht oder warum wir hier keine Rakete sehen, meinen Augen, und wie sich eine Market Cap zusammensetzt, ja, Angebot, Nachfrage, aber auch die Nachfrage auf allen Exchanges mit allen möglichen handelbaren Bitcoins, Futures, Derivate und alles Mögliche drumherum, was mit Bitcoin überhaupt zu tun hat. Ja, selbst der Fear and Greed Index hat wahrscheinlich mit der Market Cap zu tun. Jetzt salopp gesagt. Also bei Bitcoin gibt es nichts mehr. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Bereich hochgehen. Und genau, wenn wir uns das anschauen, meine 15 bis 20%, wo ich antizipiere, dass wir noch hochgehen, schauen wir uns jetzt an von unserem jetzigen Stand, 15 bis 20%, nehmen wir mal 18%, ja, die Mitte, wird es uns genau hier in die 55.000, 54.000 hochbringen, wo ich hier antizipiere, würde genau darauf hinauslaufen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir noch einen Push nach oben sehen werden in diese Region, bevor wir dann nach und nach eine größere Korrektur einleiten sollten bei Bitcoin. Ethereum hat gut geliefert, das ist das, was ich gesagt habe. Ethereum muss nachholen. Ethereum holt auf. Ethereum bewegt sich schnurstracks Richtung Ziellevel. Auch bei Ethereum fehlt nicht mehr viel. Es sind zwar jetzt deutlich mehr als bei Bitcoin noch. Stand jetzt sind es knapp 13%. Aber bei Bitcoin sind es 4, bei Ethereum 3. Wird wahrscheinlich beides im gleichen Atemzug geschehen. Bei Ethereum nach wie vor Ziellevel bei 2937 bis hoch zu 3376 US-Dollar. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir das zu Ende bringen. Ethereum hat schon ein BC-Korrektur-Level angelaufen hier einmal. Er muss nicht nochmal runter. Und Bitcoin sowieso überaus bullish mit den ETFs. Gibt es nichts mehr zu sagen, liebe Leute. Ja, wegen Altcoins, bitte schreibt in die Kommentare wegen Sonntag, was für Altcoins wir durchnehmen sollen. Sonntag 20:30 Uhr bis 19, bis 21 Uhr so in den Dreh rum bin ich live. Wir ziehen komplett wieder Bitcoin, Ethereum, Wochenprognose durch und Altcoin-Analysen. Ja, haut raus. Wir schauen uns an. 10, 15, 20 Altcoins. Alles, was ihr auf dem Herzen habt, schauen wir uns an. So wie Arbitrum zieht durch wie eine Rakete. Auch hier wurden wir leider nicht abgeholt beim Re-Entry. Ich bin immer noch in meinem großen Arbitrum-Trade drin. Mittlerweile über 6000% in the Profits. Habe ich gestern noch im Live gezeigt, den Screenshot, da waren wir noch bei 5000%. Heute
tagsüber weit über 6.000% hochgegangen. Nicht schlecht. Abitur läuft zum Beispiel sehr schön, was auch sehr schön lief. Läuft, ist Aave, Einstieg genau bei 88 US-Dollar, 88,4. Hier sehen wir es, der Markt pip genau, und das war dieser Sniper-Entry, wie es Daniel gesagt hat, pip genau auf den Cent, genau 88,4 US-Dollar abgeholt und zack, nach oben, bearische Level durchbrochen. Das heißt, für mich ist das hier, dieses Szenario ad acta gelegt bei Aave, das bearische. Ich konzentriere mich hier wieder nur noch aufs bullische. Sieht alles gar nicht so verkehrt aus. Ja, sind viele Altcoins, wo Arbitrum hatten wir gerade. AVAX könnte noch eine Korrektur ge gebrauchen, bis wir nochmal runtergehen. Ja, ich bin selber wieder in ein paar Altcoin-Trades drin, auch wieder schön in den Profits. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie in die Kommentare. Merkt sie euch für Sonntag, stellt sie in die Kommentare. Ja, die ganzen Community-Mitglieder jetzt, die werden natürlich bevorzugt mit den Kommentaren und Altcoin-Wünschen dann. Wie ihr wollt, schreibt es jetzt in die Kommentare. Behaltet jetzt für Sonntag, für die Live-Funktion. Ist euch überlassen. Auf jeden Fall pusht mich hier auf YouTube. Bitte liken nicht vergessen. Hat mir der Markus heute auch gesagt. Ich soll das bitte jedes Mal anmerken, dass ihr liken sollt. Mein Kanal, und ich würde sagen, das war's dann. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Schlaft gut und wir sehen uns dann morgen Abend. Was ist morgen? Donnerstag? Ja, sehen wir uns morgen Abend zum nächsten Update-Video. Viel Spaß, euer Joe, und bis dann. Und ciao, ciao, Leute.